Hallo, liebe Leute, ich bin immer noch in Los Angeles, immer noch auf der E3 und habe immer noch genügend Spiele, über die ich sprechen kann. Heute an dieser Stelle möchte ich gerne über Captain Spirit sprechen. Den kompletten Titel dieses Spiels kann ich mir leider nicht merken. Ich glaube, es ist The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ist so ein kleiner spiritueller Nachfolger von Life is Strange. Spielt auf jeden Fall im gleichen Universum, hat aber ausdrücklich nichts mit Life is Strange 2 zu tun. Also es ist nicht Life is Strange 2. Dieses Spiel ist in Entwicklung. Dazu wollten sie mehr noch nicht sagen, außer dass wir in den nächsten Monaten davon hören werden. Und dass man in Captain Spirit vielleicht den ein oder anderen Hinweis darauf finden kann, was in Life is Strange 2 so passieren wird. So viel dazu. Ist aber ein komplett eigenständiges Spiel und erscheint am 26.06. für komplett umsonst. Das ist ein ganz nicer Move, das haben die gemacht aus folgendem Grund. Die wollen einfach Leuten die Möglichkeit geben, die ihre Spiele noch nicht kennen oder die auch nicht wissen, was Life is Strange ist, einfach mal so einen kleinen Einblick zu kriegen. Und dann sich vielleicht entscheiden, okay, das ist was für mich, das möchte ich gerne spielen. Ja, ist halt so ein bisschen ein ganz, ganz netter Move, ein ganz netter Köder-Move. Aber worum geht's eigentlich? Wir haben einen kleinen Jungen, der ist Chris. Ich würde sagen, der ist ungefähr zwischen 8 und 10 Jahren alt, wohnt mit seinem Vater in einem kleinen, verschneiten Dörfchen. Die Location wurde nicht genauer spezifiziert. Ich würde mal sagen, irgendwo in den USA, definitiv. Die wohnen da alleine. Es gab kleine Hinweise darauf, dass die Mutter höchstwahrscheinlich gestorben ist. Der Vater ist auch, ja, der schwankt so zwischen depressiv und er gibt sich halt Mühe. Trinkt auch früh am Tag schon Bier, also das ist eine ganz, ganz schwierige Beziehung zwischen den beiden. Ja, und der kleine Chris, der flüchtet sich halt dann in seine Fantasie und genau darum geht es in dem Spiel. Ihr könnt als dieser kleine Junge, der sich gerne als Superheld gibt, nämlich als Captain Spirit, könnt ihr Abenteuer erleben. Kleines Beispiel, der Wasserboiler ist zum Beispiel ausgefallen und Chris möchte den gerne reparieren, um seinem Vater die Arbeit abzunehmen, traut sich aber nicht in den Raum rein, weil das Ding so gruselig aussieht und immer so laut ist. Kann man bestimmt vergleichen so mit der Szene aus Kevin allein zu Hause, aus dem Keller, falls ihr die noch im Kopf habt, mit diesem komischen Ofen, der irgendwie so riesig aussieht, als hätte er so ein großes Maul. Ungefähr so ist das in dem Fall auch. Und was passiert ist, er stellt sich dann halt immer vor, er wäre ein Superheld. Und wir kriegen dann quasi zu sehen, was in seinem Kopf passiert. Also er öffnet quasi die Tür und wir sehen einfach eine komplett andere Welt. Ein riesiges Rauchmonster, alles ist lila, er wartet so ein bisschen durch Wasser und eine Mischung aus Rauch und versucht halt dann dieses Monster zu zähmen. Und so ist halt dieses Spiel aufgebaut. Ihr habt diesmal im Vergleich zu Life is Strange, ein Missionsdesign. Ihr könnt die Missionen aufrufen und dann euch dann aussuchen, okay, was mache ich zuerst? Es ist ein bisschen mehr sandboxy, würde ich sagen. Life is Strange war ja eher so straight through. Du konntest dir nicht aussuchen, was du als nächstes machst, sondern es war sehr linear und musstest von A nach B, um die Geschichte voranzutreiben. Hier wird es eine Geschichte geben, aber ihr könnt die halt komplett frei gestalten und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu Life is Strange. Ja, vom Gameplay hat sich eigentlich wenig geändert. Es ist immer noch dieses Environmental Storytelling. Also wenn ihr durch die Räume geht, könnt ihr euch verschiedene Sachen angucken. Der Junge erzählt dann vielleicht ein bisschen was dazu. Ihr könnt verschiedene Gegenstände einsammeln, damit ein bisschen Unfug bauen. Und so erfahrt ihr dann so peu à peu, worum es eigentlich geht und worauf die ganze Sache hinausläuft. Ist quasi, ja, sehr ähnlich zu Life is Strange. Also was das angeht, hat sich wirklich nicht viel geändert. Da haben sie einiges beibehalten und eigentlich finde ich das auch ganz okay so. Mein persönlicher Eindruck, also ich meine, erstens, es ist umsonst. Ja, es ist kostenlos, es gibt keinen Grund, sich das Ding nicht runterzuladen. Deswegen tut das mal auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch, der super auf solche Spiele anschlägt, die sehr emotional sind und bei denen um was geht. Also ich selber bin halt auch Einzelkind. Und weiß, wie das ist, wenn man sich irgendwie imaginäre Welten baut, imaginäre Freunde hat, mit denen man irgendwelche Abenteuer bestreitet. Deswegen trifft das auf jeden Fall hundertprozentig meinen Nerv. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Jeder sollte es mal ausprobiert haben, um zu gucken, ob es nicht doch vielleicht was für einen ist, auch wenn es sehr emotional ist und sehr seicht. Ja, deswegen schaut euch das Ding an, 26. Juni kommt's raus, gerne mal runterladen, vielleicht auch gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet, das Video liken, wenn euch das Video weitergeholfen hat, gerne den Kanal abonnieren für mehr E3 2018 News, das Glöckchen aktivieren, damit ihr nichts verpasst und beim nächsten Mal wieder einschalten.
Tschüss.